Hallihallo hallo und willkommen zu einer neuen Folge des FIFA 17 Modus mit Hadersfield Town. Wir haben ja die, Ka äh, die das Transferfenster der zweiten Saison, zumindest das Sommertransferfenster bereits hinter uns gelassen in der letzten Episode und das bedeutet, wir sind quasi ja gefühlt schon auf dem Schlussspurt der Saison. Nein, natürlich nicht. Wir sind ganz am Anfang. Aber ja, wie wir die Karriere bisher so hinter uns gebracht haben, dürfte das nicht lange dauern, bis wir schon im nächsten Transferfenster dann gucken, ob wir irgendwen noch mal verpflichten. Also Recap aus der letzten Episode unsere neuen Spieler. Einmal ein Jump. Auf der ZM-Position äh, vorne ja, da haben wir auf der 10 natürlich jetzt Kai Havertz spielen. Und äh, was war noch? Ja, Grüne wird noch eine größere Rolle spielen. Hoffentlich die Saison unser Mann aus der eigenen Jugend. Und ansonsten hat sich unser Team ja nicht so groß verändert. Eggestein natürlich absolut gesetzt, jetzt mittlerweile auf der Stürmerposition. Quana zurzeit oder ja, Quana als unsere Nummer 2, weil mir die Kombi ganz gut gefällt. Aber. Hinten im Tor halt auch noch Mesenhöhler, der ja auch die neue Nummer 1 bei uns ist. So, wir hatten eine Partie gegen Wolverhampton. Und die sind auf jeden Fall nicht zu, äh, ja, nicht, nicht, nicht schlecht zu reden, ja. Und darum sollten wir äh, zusehen, hier eine gute Partie abzuliefern. Und dann war es also zum ersten Mal Harvards am Ball, der auf den Jump. Und dann kommt der Ball zurück zu Harvards. Harvards findet dann Parma, Parma findet Harvards und Harvards aus spitzen Winkel und das 1 zu 0. also auch der erste Treffer für unsere neue Nummer 10, Kai Harvards auf d 10 bei uns natürlich hinter den Spitzen. Wunderbar herausgespielter Treffer, Harvards, Parma, Parma, Harvards und dann war der Ball auch schon drin. Äh, wie gesagt, spitzer Winkel, aber ich glaube aus der Distanz kann man dem Keeper da jetzt nicht so den Vorwurf machen, war ja noch dran. Aber konnte das nicht verhindern. So also sind wir schon in der zweiten Halbzeit. Und wir wollten natürlich dringend einen zweiten Treffer als halt hier in Eggestein. Da geht der Ball aber ein gutes Stück drüber. Und es war wirklich schwer, durch diese Abwehr reinzukommen. Die standen defensiv echt gut gestaffelt, hatten dann hier mal eine Kopfballchance. Und äh, dann äh, wieder eine auf der anderen Seite. Denn wir waren jetzt schon kurz vor Schluss. Und dann diese Konterchance. Aber ihr seht ja selbst, Quane und Eggestein. Beide erstens mal nicht die allerschnellsten, zweitens schon relativ platt. Beide Eggestein macht's trotzdem gut und scheitert aber am Pfosten. Dann diese sehr sehr gute Grätsche von Billing, die noch eine letzte Chance uns kreiert. Saren rennbarse, ja, fast ins Seiten aus. Wieso auch nicht? Das Tor war ja nur leer. Ah, also sein Abschluss zumindest mit dem schwachen Fuß ist auf jeden Fall ja, schwach. <laughs> so kann man das Ganze wahrscheinlich relativ gut beschreiben. Ja, wir gewinnen trotzdem 1 zu 0. Ein wichtiger Sieg in Sachen Playoffs. Natürlich ist es noch früh in der Saison und... Da zählen die Siege jetzt vielleicht noch nicht so viel wie am Ende, aber letztlich zählt natürlich jeder Sieg und wir wollen natürlich zusehen, halt irgendwie in diesen Top 6 zu landen. Aber ich muss natürlich dazu auch nochmal sagen, das ist ja jetzt nicht so, nur weil wir in den Top 6 landen, dass wir dann aufsteigen, dann geht es noch in die Playoffs und ja, dann entscheidet sich ja sowieso erst, ob wir noch aufsteigen können oder nicht. Also das hat es wirklich in sich, dieses Aufstiegsrennen in der zweiten Liga, denn die Top 2 wird sehr, sehr schwer zu werden anzugreifen. Abgestiegen sind Sunderland, Middlesbrough und, ähm, was war die dritte Mannschaft? Äh, kriege ich jetzt nicht zusammen, werden wir gleich, auf werden wir irgendwann im Laufe der Videos sehen. Auf jeden Fall ähm, waren drei Teams abgestiegen, die halt vom Papier her deutlich besser aussehen als unser Team und von daher dürfte die Top 2 sehr, sehr schwer werden. Die Top 6 hingegen muss auf jeden Fall unser Anspruch sein. Da ist es ja relativ Wurst, ob wir am Ende Dritter oder ob wir am Ende Sechster werden. Heißt nur irgendwie Heim- und Auswärtsspielrechte. Aber ansonsten ist das erstmal Wurst, ob wir Dritter oder Sechster werden. Das ist unser Ziel. Ah, Burnley, genau. Burnley ist auch noch abgestiegen. Das sind die drei Absteiger und die haben ja alle drei relativ starke Teams. Ne? Wie wir sehen, verlieren wir auch direkt mal 2 zu auswärts gegen Burnley. Dann direkt hinterher gegen Sunderland. Und was passiert? Natürlich die nächste Niederlage. 2 zu 0 Niederlage gegen Sunderland. Ja, war vielleicht nicht so schlau, das auswärts zu simulieren, aber wir müssen uns ja schon mal ein bisschen an die Bundesliga, äh, an die Bundesliga, an die Premier League gewöhnen wo wir ja auch mehr als nur ein, zwei schwere Spiele pro Saison haben werden, wie jetzt hier noch in diesem Fall. Von daher, ja, guter Test sehen wir. Na, ganz so weit ist unsere Mannschaft also noch nicht, aber wir haben noch einen langen Weg vor uns, wo sich einige unserer Spieler noch verbessern werden. Ähm, wir haben einige, die schon in der Nähe des 80er-Bereichs sind, wie Pettersen, Saarin Renbase, Eggestein, auch zumindest halbwegs schon mal. Also ja. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen und wir gehen in die nächste Partie. Auswärts bei Burton Albion. Sollten wir unseren kleinen Negativtrend wollte ich einfach damit mal unterbinden. Ihr habt gesehen, zwei Niederlagen in Folge, dazu noch ein Unentschieden hinterher. Das war jetzt nicht das, was ich mir so gewünscht hatte. Deswegen, ja, heute mal eine bisschen anders, andere, eine bisschen andere Aufstellung als unsere Standard 11, wie ihr seht. Denn zum einen spielt Saren Rennbar im Sturm und gerade wo ich über seinen Abschluss so gemeckert habe, wollte ich ihn einfach mal testen, weil es auch mit Abstand unser schnellster Spieler im Team ist. Weil ich mal die Kombo testen. Also schien ganz gut zu funktionieren. Eggestein auf Sarin Basé. Und der trifft zum 1 zu 0. Zum anderen war Marc, äh, Sebastian Grüne dabei. Der ja einen, bekanntlich einen guten linken Fuß hat. Und dann noch etwas ganz Verrücktes. Glaube ich, war das schon in der Partie. Äh, wo ich nämlich ausprobiert habe. Genau. Wie es wäre, wenn wir als Rechtsverteidiger Kacchunga spielen lassen. Denn auch der ist natürlich ein gutes Stück schneller als unser eigentlicher Rechtsverteidiger Tommy Smith. Aber er äh, ist natürlich defensiv nicht so stark, dafür aber halt offensiv und ich brauche durchaus offensive Außenverteidiger in der Formation, weil sonst die Außen immer sehr, sehr verwahrlost dastehen. Das ist mir schon aufgefallen, auch in den Spielen, die ich sonst noch gespielt habe. Aber als erstes, äh, was ich noch sagen wollte, ist das 2 zu 0. Vorlage, na klar, Johannes Eggestein, Tor, Löwe. Ja, wieso auch nicht Chris Löwe, unser neuer Capitano? Denn das, die Sache mit Smith ist nämlich die folgende: Ihr werdet im Laufe der Saison noch ein, zwei Mal Nachrichten von Smith. Sehen, dass der einfach mit jeder Scheiße nicht einverstanden ist. Er möchte nicht bleiben, dann möchte er einen neuen Vertrag nicht unterschreiben, dann will er doch bleiben. Er möchte einen neuen Vertrag haben, dann möchte er wieder mehr Gehalt haben und so weiter und so fort. Und es geht mir ziemlich, ziemlich auf den Senkel. Und darum glaube ich nicht, dass der uns mit in die Premier League begleiten wird. Vielleicht doch als Ersatz, aber als Stammrechtsverteidiger werde ich zusehen, mir irgendwann mal noch einen anderen zu holen. So, wie ihr seht. Hatte ich ungefähr 100 Chancen noch auf 3 zu 0 zu erhöhen, schaffte ich am Ende nicht. So blieb es bei den Toren von war Renvazee und Chris Löwe. Doppelter Assist von Johannes Eggestein. Also der zeigt auch direkt, dass er nicht nur Scorer, sondern auch Assist-Qualitäten hat. Und ja, wir stehen sehr, sehr ordentlich da jetzt zu diesem Zeitpunkt der Saison. Also wie gesagt, ein souveräner Auswärtserfolg bei Burton Albion. Und wenn wir gleich mal erstmal hierauf gucken, dachte ich, huch... Uh, wo kommen jetzt diese 64 her? Was habe ich falsch gemacht, dass das äh, nicht funktioniert? Und dann ähm, ja, geht es denen, glaube ich, darum, dass sie nicht glauben, dass ich in den nächsten zwei Saisons noch den Marktwert des Vereins um 100% erhöhen kann. Aber ja, dafür haben wir noch genug Zeit. Spätestens wenn wir in die Premier League aufsteigen, sollte sich der Marktwert des Vereins eigentlich automatisch erhöhen. Also von daher sehe ich der Sache noch relativ entspannt entgegen. Aufstiegsrennen sind wir ja auch noch gut dabei. Und des Weiteren die Sache mit dem Jugendspieler könnten wir auch durchaus hinkriegen. Grüne spielt genug Spiele für uns. Zumal, wo gerade Parma verletzt ist, spielt er ja sogar Stammelf, wie ihr hier gerade seht. Spiel gegen Sheffield United und durch die frühe rote Karte gibt es ein 2 zu 0 Tore Eggestein und schon wieder Chris Löwe, unser torgefährlicher Linksverteidiger, der also wieder zuschlägt. So, Phil Billing, and, ja, hier seht ihr wieder, oh, jetzt will ich doch wieder bleiben, oh, jetzt will ich doch nicht gehen. Also, Smith geht mir wirklich nur auf den Senkel, oh, denn so, also, wenn es einer meiner Topspieler wäre wie Billing, ja, Billing ist einer, den ich ungern abgeben würde, Eggestein Doppelpack. Und der mir sagt die ganze Zeit, er will bleiben, er will gehen, er will bleiben, er will gehen. Äh, ja, da würde ich es vielleicht irgendwie versuchen, mal mit einem teuren Vertrag ihn damit zur Ruhe zu setzen. Aber da wird es mich auch nicht so stören. Aber Tommy Smith ist einfach nur ein Standard-Rechtsverteidiger, nichts besonders gut kann. Relativ souverän in der Defensive, Geschlecht in der Offensive, auch wenn er hier mal ein Tor macht. Nee, straft mich erstmal als Besseren. Von daher, ja, sehen wir mal, was wir auf der Rechtsverteidiger-Position machen. Ähm, ihr könnt natürlich gerne. Sagen, ob ihr irgendeinen besonderen Rechtsverteidiger auf rechts haben wollt. Nee, wir gucken, ob wir die Tabelle sehen. Wir sind Platz 4, also top im Aufstiegsrennen dabei. Natürlich nur 3 Punkte Abstand auf Platz 7, wo die Wolves gerade sind. Aber es dürfte eine spannende Saison werden. Wenn es euch gefallen hat, bewerten bitte nicht vergessen. Wir werden uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dahin, Leute. Tschüss.